Hallo Mitmenschen und willkommen zurück zu Ghost Trick. Beim letzten Mal haben wir uns um den entscheidenden Moment im Park vor 10 Jahren gekümmert. Wir haben verhindert, dass der Meteoritensplitter in Yumils Rücken eindrang. Wir haben dann verhindert, dass Kommissar Jones sich zum Mörder machte. Auch wenn es in der Ausübung seiner Pflicht war, aber trotzdem, er hätte den Yumil erschossen, haben wir verhindert. Und Lynn haben wir auch noch davor bewahrt, als Kind zu sterben. Nur konnten wir nicht verhindern, dass Yumil eine Geisel nimmt und sein Unterkörper sieht ein bisschen Matsch aus. Aber vielleicht kann man ja noch was retten, ist ja ein weicher Boden gewesen, wer weiß. Ja, und damit haben wir eigentlich alle größeren Tragödien, die unsere Hauptcharaktere betrifft, verhindern können. Und letztendlich auch die große Enthüllung gehabt, Sizzle war in Wirklichkeit eine Katze. So, und jetzt brechen wir in unsere Reise auf, zu sehen, wie die neue Zukunft bzw. Gegenwart für uns aussieht. Los geht's! Halt! Bevor du in eine neue Gegenwart zurückkehrst, wollte ich dir noch danken. Ray! Bevor ich aufhöre zu existieren. Oh, du bist es. Ja, ich bin's, Ray, falls du mich schon vergessen hast. Dank deiner Hilfe hat sich alles so entwickelt, wie ich es mir erhofft hatte. Ich bin dir sehr dankbar, Sizzle. Doch vergiss nicht. Ich war nur auf der Suche nach meinen verlorenen Erinnerungen. Ja, das weiß ich doch. Ich weiß alles über dich. Kann ich dich mal was fragen, Ray? Ich wüsste gerne, wer oder was bist du eigentlich? In Ordnung. Ich werde es dir erzählen. Lass mich dir von einer anderen Version der Ereignisse in dieser Nacht erzählen. Ja, ohne uns wäre natürlich alles ein bisschen anders abgelaufen. Aber woher weiß Ray das alles? Heute Nacht hast du viele Schicksale verändert. Als erstes das ihre. Quatsch. Und das mehrmals. Wärst du heute Nacht nicht für sie da gewesen, wäre es ihr Schicksal gewesen, an einem einsamen Ort am Rande der Stadt zu sterben. Was glaubst du, was wäre passiert, wenn es so abgelaufen wäre? Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Die Geschichte eines kleinen Wesens. Nachdem sie ihr in dieser Nacht das Leben nahm, brachen sie in ihre Wohnung ein. Oh, diesmal hat Yumil seinen Körper zurückerhalten gleich. Was allerdings auch bedeutet, dass der Kern in der Nähe von Rakete war in diesem Moment. Sie stahlen die Holzkiste aus dem Versteck unter der Decke und verschwanden. Und dann... Nein, Camilla auch. Wurden zwei kleine tote Körper zurückgelassen. Doch der Geist des kleinen Burschen lebte weiter. Verzweifelt reckte er seiner Herrin die Pfote entgegen, als plötzlich ein Wunder geschah. Was? Na sowas, die Kräfte der Toten, aber wie? Er verstand es selbst nicht, jedenfalls noch nicht. Aber nach allem, was du jetzt weißt, wette ich, du verstehst es, oder? Hey, warte mal eine Minute. Ganz genau. Du liegst richtig. Er starb im Inneren der Aura, dieser seltsamen Energie. Doch unglücklicherweise genügten seine schwachen Kräfte nicht, um seine kleine Herrin zu retten. Nur mit der Kraft Gegenstände zu tauschen, konnte er einfach nichts ausrichten. Er brauchte die Kraft Gegenstände zu manipulieren, um seine kleine Herrin zu retten. Der kleine Bursche verfolgte die Männer, doch es gab noch immer nichts, was er tun konnte. Am Ende ließ man ihn mit dem Mann in Rot im tiefen, tiefen Ozean zurück. Schließlich...
reiste er zurück in die Welt von vor 10 Jahren, zu dem Moment, an dem der Mann in Rot starb. Was? Das ist ziemlich heftig. Er entschied sich zu warten, bis diese Nacht wiederkäme. Und das ist die andere Version der Geschichte dieser Nacht. Eine Geschichte, die 10 Jahre brauchte, um wieder erzählt zu werden. Hm? Du warst das also? Richtig. Ich bin Rakete. 10 Jahre sind eine lange Zeit in Hundejahren. Du konntest die Schicksale dieser Menschen nicht alleine ändern. Also hast du dich entschieden, 10 Jahre zu warten. Richtig, schließlich war es soweit. Die schicksalshafte Nacht nahm wieder ihren Lauf. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits alt geworden und meine Kräfte waren schwach. Also entschloss ich mich, jemanden zu finden, der mir dieses Mal helfen könnte. Jemanden, der andere Kräfte als ich besaß. Hey, warte mal! Du konntest die Schreibtischlampe manipulieren. Im Laufe der langen Jahre haben sich meine Kräfte verändert. Meine Kraft, Dinge zu tauschen, wurde schwächer. Dafür konnte ich nun kleine Objekte manipulieren. Aber wieso hast du dann nicht mit dir selbst zusammengearbeitet? Weil ich es nicht konnte. Wieso? Ich beobachtete den Mann in Rot und sah so individuelle Unterschiede in unseren Kräften. Ich konnte nichts von den Dingen tun, zu denen er fähig war. Wie zum Beispiel über die Telefonleitung zu reisen. Was? Es klingt vielleicht nicht nach viel, aber diese Kraft ist sehr wichtig. Besonders, wenn man versucht, jemanden zu verfolgen. Doch da gibt es etwas, das ich nicht verstehe. Du wusstest von Anfang an, dass ich diese Kräfte besaß. Woher wusstest du so viel über mich? Wieso sollte ich das nicht? Schließlich waren wir uns in dieser allerersten Nacht schon begegnet. Wir sind uns was? Wir sind uns schon vorher begegnet? Als ich dem Gespräch der beiden Eindringlinge in der Wohnung lauschte, erfuhr ich, dass Fräulein Lin ihr Leben auf dem Schrottplatz am Rand der Stadt verloren hatte. Ich folgte den Wegen der Geisterwelt bis zur Schrottplatz und sah etwas Unglaubliches. Man stelle sich bloß vor, dort in der dunklen Ecke sah ich eine munter wackelnde Schreibtischlampe. Ich sage dir, mir stand mein Fell zu Berge. Das war ich? Also hat man mich in der ersten Nacht ebenfalls erschossen, nicht wahr? Ja, den Teil hat ja niemand verändert. Wir haben ja bloß erst gerichtet, dass Lin hinterher nicht getötet wurde, aber der Quasi-Mord an Sissel ist ja genauso abgelaufen wieder. Außerdem hattest du dein Gedächtnis verloren. Du warst gerade gestorben und verwirrt. Du hast dich geweigert, mir zu helfen. Ich habe was? Ich suche mein verlorenes Gedächtnis. Es tut mir leid, aber ich kann dir nicht helfen. Das waren deine Worte. Und dann bist du verschwunden, über die Telefonleitung. Es tut mir wirklich leid, dass ich dir nicht geholfen habe. Darum entschied ich, dass ich dieses Mal dein Verlangen zu unser beiden Vorteil nutzen würde. Unser beider Vorteil? Dich interessierte es nur, dein verlorenes Gedächtnis wiederzuerlangen. Wenn ich dich auf den richtigen Weg führen würde, profitieren wir beide davon. Und der richtige Weg wäre der Weg zum Mann in Rot, zu Yumiel. Was? Ich gab dir Informationen, die nötig waren, um dich in die richtige Richtung zu lenken. Zuletzt setzte ich dir eine Frist. Eine Frist? Richtig, ich sagte dir, du hättest nur bis morgen früh Zeit. Hätte ich das nicht getan, hättest du heute Nacht nicht die Wahrheit erfahren. Und der Mann in Rot wäre für immer auf dem Grund des Meeres verloren. Wäre es so passiert, wäre alles zu Ende gewesen. Du meinst, die Geschichte, dass man aufhört zu existieren? Ach klar, war frei erfunden das Ganze. Wie unanständig von mir, ich weiß. Dabei wollte ich nur, dass du deine Zeit sinnvoll nutzt. Oh Mann, ich gebe es ungern zu, aber dieser kleine Hund hat mich auf jede mögliche Art überlistet. Nennen wir es einfach die Weisheit des Alters.
Und nun ist es an der Zeit, Lebewohl zu sagen. Diese letzten 10 Jahre werden aufhören zu existieren und mit ihnen auch ich. Rakete. Ich habe an dich geglaubt. Ich wusste immer, dass du es schaffen würdest. Und so war es. Danke. Ich danke dir von ganzem Herzen. Rakete. 10 Jahre lang hast du gewartet und gewartet. Und alles nur, um deinen beiden Frauchen Lynn und Camilla zu retten. Natürlich. Denn das ist es, was Hunde tun. Also dann, auf Wiedersehen, Sissel. Und so geht die Geschichte einer Nacht zu Ende. Niemand außer uns weiß, was in dieser Nacht und in dieser Stadt wirklich geschehen ist. Beziehungsweise geschehen wäre, weil das alles gibt's ja jetzt nicht mehr. Ich mache mich auf den Rückweg, zurück in eine neue Gegenwart. Das war eine ziemlich große Enthüllung. Huch, warum ist es so dunkel? Ich schalte mal das Licht an. Der Raum! Piu, piu, piu! Hehe, überrascht? Darauf kannst du Gift nehmen. Du hast mich fast zu Tode erschreckt. Juhu, es hat funktioniert. Aber ich habe heute ja nicht mal Geburtstag. Vorgestern hatte meine Mama Geburtstag. Diese Überraschung war für sie, aber sie war zu toll, um sie nur einmal zu benutzen. Das ist schon in Ordnung, Lynn. Immerhin feiern wir heute die Geburt deiner neuen Stelle als Kommissarin. Wirklich? Danke, Kommissar Joe. Papa, du bist daheim. Hallo, Camilla. Darf ich vorstellen? Das ist Lynn. Sie ist heute frisch zum Kommissariat gekommen. Hallo, Camilla. Schön, dich kennenzulernen. Ebenso, Lynn. Und herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Job. Hm? Stimmt etwas nicht? Du hast auch eine dieser Marken? Oh, die hier, ja. Ich habe auch so eine. Mein Papa hat sie mir neulich gegeben. Aber deine sieht viel älter aus als meine. Wie lange willst du diese Spielzeugmarke denn noch tragen, Lynn? Was ist schon dabei? Für mich ist sie das Zeichen eines echten Kommissars. Seitdem sind 10 Jahre vergangen, nicht wahr? Wer hätte gedacht, dass du eines Tages wirklich Kommissarin wirst? Ich wusste es, als sie mir diese Marke gegeben haben. Ich wusste, dass es irgendwie mein Schicksal ist. Schicksal, hm? Und jetzt, wo ich Kommissarin bin, finde ich heraus, worin mich dieses Schicksal führt. Das tust du ganz sicher, ganz sicher. Oh, hallo, sag nicht, du bist das gleiche Kätzchen? Doch, genau dasselbe. Weißt du was? Das ist eine ganz, ganz besondere Katze. Er ist 10 Jahre alt, aber immer noch ein Kätzchen. Immer noch ein Kätzchen? Ja, er ist nie größer geworden oder so etwas. Was für ein rieselhafter kleiner Kerl. Ja, nicht wahr? Sein Name ist Sissel. Sissel. Es kommt mir vor, als hätte ich diesen Namen schon mal gehört. Ich glaube, Sissel mag dich, Lynn. In Ordnung, alle miteinander. Lasst uns feiern. Okay, Mama. Du bist bestimmt wie ich. Dein Schicksal hat dich auch irgendwann hierher geführt. So treffen wir uns wieder, Sissel. In dieser einen Nacht als Mensch habe ich einen Einblick in ihre Welt erhalten und dabei etwas gelernt. Ihr Schicksal, ihr Leben, alles ist miteinander verbunden. Irgendwo, irgendwie, auf irgendeine Art. Und jetzt ist dies mein neues Schicksal.
Ach, die sind wieder fröhlich am Spachteln. Ich bin wohl wirklich eine Katze. Ich liebe es, zusammengerollt zu beobachten, wie ihre merkwürdigen und schönen Lebensmuster sich entfalten. Und wie es aussieht, gibt es hier für mich noch eine ganze Weile viel zu sehen. Und das war Ghostwick. Ganz einfach. Und sehen wir noch mehr Bilder? Ja, gut. Stylisch. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Lynn. Ey, ich sagte doch, es ist nicht mein Geburtstag. Rakete, ich habe dich doch gebeten, die heimische Festung zu bewachen. Aber Geburtstage muss man doch mit Freunden und den Lieben feiern. Unvergleichlich, Baby. So stylisch kann nur er Nudeln essen. Oh, Rakete ist auch da. Sissel ist da. Ja, ich fürchte, jetzt kommt noch mehr Szenen, oder? Ah, nee, doch. Also, fürchten nicht. Man hat jetzt noch gar nicht gesehen, was mit Yumi passiert ist. Ich glaube, auf den gehen sie auch noch ein. Ja. Beziehungsweise auf einen weiteren, sehr energischen Polizisten. Da, wie findet ihr das? Nicht schlecht, oder? Aber definitiv auch nicht. Gut. Vielleicht werde ich jetzt auch ein fantastischer Kommissar, wie Inspektor Cabanilla. Welches Beispiel liefert der Inspektor seinen Männern bloß? So viele Leute, die wir in dieser Nacht kennengelernt haben. So viele Schicksale, die wir abgewendet haben. Mal davon abgesehen, dass wir gerade 10 Jahre gelöscht haben aus dem Lebensalter des Universums. Aber was soll's. Hier kommt das Essen, meine Herren. Ach, der Polizeichef ist hier auch. Memri, was tun Sie denn hier? Ich habe gehört, dass Sie heute neue Leute für die Sonderkommission wählen. Also arbeiten Sie wieder halbtags hier, um zu lauschen? Sie haben ja keine Ahnung, wie weit ich für meine Ziele gehe. Ja, eigentlich war sie ja nur hier, um das Treffen zwischen Yumiel und dieser Blonden und dem kleinen blauen Typen zu belauschen. Aber anscheinend gibt es auch andere verdächtige Gestalten, die es hier gibt. Ach stimmt, den Hühnermann haben wir auch viel zu lange nicht gesehen. Lalala, ich habe noch nie gekocht. So exotisch. Lalala. Kurkuma, Koriander, Kumin und Borkschrunklee. So weit schnell kann ich nicht lesen. Muss das neue Hühnchencurry denn wirklich sein? Oh, unser bester Kunde hat darum gebeten. Viel Glück beim Probieren. Ein neues Hühnchencurry? Oh je, ich glaube nicht, dass ich noch einen Hoppen runterkriege. Wer genau ist denn unser bester Kunde? Ah, der Wurstkopf. Tja, ohne Yumiel, der sein Leben ein bisschen verändert hat, indem er ihn ein Polizeirevier stürmen ließ. Tja, ist er nicht eingesperrt worden und ist immer noch ein herzhafter Esser. Ah ja, sehr viele Charaktere. Und übrigens, diese 5 Sekunden zwischen den Zähnen reichen nicht gerade, um viel zu erzählen. Brauchen wir wirklich so viel Sprengstoff? Keine Sorge, Schönheit, ich habe mich genau an die Anleitung gehalten. 20 Kilo Schwarzpulver, genau wie es da stand. Warte mal, 20 Kilo? Ich dachte, es sind 20 Gramm. Es ist leicht zu bezweifeln, ob sie das gesund überstanden haben. Aber da hat jemand gerade einen Tresor voll Geld. Naja, beziehungsweise das Geld eines vollen Tresors bekommen. Interessant. Also ja, dadurch, dass die Männer in Blau, oder sie sind eine Frau, also die Menschen in Blau, also diese böse Regierung jetzt nicht mehr Yumi verfolgen, haben die natürlich andere zwielichtige Interessen. Hier arbeitest du also, Papa? Genau, mein Engel. Mein lieber Gatte, hast du nicht ein paar Inspirationen für mich? Du kennst doch spannende Geschichten, etwa über die Fehltritte eines Ministers. Na na, musst du so vor unserem kleinen Engel reden? Auf das trübselige Gemüt meines lieben Ehemanns. Aua. So viele Stimmen. Ja, sind einige zusammengekommen. Ich habe ja versucht, für jede Folge möglichst einen anderen Charakter als
Frontbild zu nehmen und es müssten auch alle wichtigen Charaktere dabei sein. So, was haben die jetzt eigentlich vor, jetzt wo sie halt die Geisterkräfte nicht versuchen? Der Deal läuft gut. Oh, die Trauben sind wahrlich exquisit, mein Bester. Die Junoa kratzt fast schon am Meeresgrund, Boss. Seien Sie gewarnt. Himmel! Ganz ruhig. Willst du, dass ich Wahnvorstellungen bekomme? Ich glaube, ich bin gerade beinahe vor Angst gestorben. Ja, also diesen miesen Drecksacker, er ist doch... Ich meine, er hat das kleine Kind auf dem sinkenden U-Boot gelassen, den Vater, der das Kind seit 5 Jahren nicht gesehen hat, in diesem Kontrollraum auch nochmal separat abgeschossen, sodass sie ihn nie sehen konnten. Boah. Ja, ist einfach mit dem Splitter abgehauen. Liebe Frieden und Tauben, lang lebe der Rock'n'Roll! Ja, und solange niemand drauf kommt, in der Nähe des Meteoriten zu sterben, sollte auch keiner drauf kommen, diese toten Kräfte zu entdecken. Aber der Meteorit wird natürlich gefunden, weil es ist ein bisschen auffällig gewesen, wie er abgestürzt ist. Der Park muss eintrittsfrei bleiben. Schützt die Rechte derer, die hier wohnen. Ja, war eine ziemlich lange Geschichte. So viele seltsame Typen und vor allen Dingen welche, die man nur ganz kurz gesehen hat. Ach, Bailey. Die Frage ist, wozu dient dieses Sondergefängnis, wenn es nicht für die Manipulatorfälle ist? Heute ist es soweit. Er kommt endlich raus. Weißt du, uns allein geht dein Getanze ziemlich auf den Geist. Dann zeige ich euch noch einen Tanz, der seit Generationen in unserer Familie getanzt wird. Den tanzen wir, wenn wir Bauchweh haben. Wir nennen ihn Tanz den Schmerzvortanz. Oh, das interessiert mich total. Kannst du ihn mir zeigen? Klar doch. Dum 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 dum. Tanz den Schmerz weg, tanz den Schmerz weg. Dum 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 dum. Wenn man Bauchweh hat, tanz den Schmerz weg. Immer wieder. Und wenn du Lokalisierungsplanung machst, dann frag doch Kaizuko Yamakanda in Yatsunzug, Domiyoko Ura, englische Übersetzung und bei englischer Bedeutung tanzen. Und wenn du eine Fitz-Lokalisierung machst, tanze. Und wenn du eine französische Bearbeitung machst, tanze. Und die englische und die deutsche und die spanische und die französische und die weitere Lokalisierungsarbeit muss natürlich auch geleistet werden. Genauso wie die deutsche Bearbeitung, die spanische Bearbeitung schon wieder. Natürlich muss man internationale Kommunikationskoordination auch wieder einige Sachen beachten, aber Tanzen ist immer das Wichtige. Promotionsvideos kann man natürlich auch abschließen, aber Videoproduktion und Tanzen garantiert nicht. Bei der Qualitätssicherung wurde besonders darauf geachtet, dass die Tänze von Bailey auch auf den Rest der Geschichte natürlich abgestimmt sind. Auch die Qualitätssicherung auf der rechten Seite hat das gemacht, beziehungsweise bei euch rechts oben. Aber besonderen Dank gilt natürlich auch diesen Leuten, die jetzt ein paar zu viele Namen sind, um sie alle vorzulesen. Erst recht, wenn alle Namen hier auf 2 Bildschirmen gleichzeitig laufen. Ach nee, die laufen ja durch. Trotzdem, für mich, ich sehe die gerade auf 2 Bildschirmen. Das ist total verwirrend. Ah. Die wichtigste Frage ist, wer hat sich Bailey ausgedacht? Wer war das? Oh, hier steckt er also. Sehen lange Jahre, Yomiel. Heute ist deine Zeit vorbei. Die junge Dame, die dich immer besucht, wartet draußen. Das heißt, dafür wurde er 10 Jahre eingesperrt. Vielen Dank, Sissel. Und was hat er jetzt groß gemalt? Tja, schön wär's zu wissen, aber was soll's. Vielleicht sieht man es ja noch, wenn diese 3 Herren oder Frauen... Ich habe mir die Namen nicht so schnell durchgelesen, dass ich das so schnell unterscheiden kann. Oder sehen wir es, da ist sein Bild. Ah, er hat Sissel beim Mondschein gemalt. Wie süß. Ja, dadurch, dass wir ja seinen Tod rückgängig gemacht haben, sind seine Erinnerungen natürlich erhalten geblieben. Dadurch weiß er, was in diesen 10 Jahren passiert ist. Das ist kein interaktives Bild, das geht nicht. Das geht nicht, ey! Ach, Mann. Er hat Geisterfähigkeiten, aber das geht trotzdem nicht. Ist das Bild nicht süß? Naja, und wer es nicht gemerkt hat, ja, 2 Tiere haben all diese Menschen gerettet. Ein Hund und eine Katze. Kein anderer. Na gut, Yomiel hat am Ende sich selbst und Lin nochmal ein bisschen geholfen. Aber ja. Das war's dann endgültig. Lustig, das Spiel startet neu, wir haben alles gesehen.
Und tatsächlich gibt es nichts weiter, als das Spiel fortzusetzen, die Kapitel nochmal auszuwählen, die Sprache auszuwählen und mal sich die Informationen anzuschauen. Hier alle Charaktere werden nochmal ausgefüllt. Ich weiß gar nicht, wie ausführlich sind die Dinger. Linz Nachbarin, ich weiß nicht. Aha. Ach so, beziehungsweise hier steht immer eine vollständige Beschreibung, aber die Beschreibung ändert sich je nachdem, welche Informationen jetzt hat. Beziehungsweise, also wenn man sie zum Beispiel jetzt hier, die parfümierte Lady, zu Anfang des Spiels sieht, ja, hier, Linz Nachbarin, ich weiß nur, da, so haben wir sie zum ersten Mal gesehen. Und wenn man halt den wirklich neuesten Stand, den man am Ende des Spiels hat, lesen will, dann muss man halt zur letzten Seite vorblättern, dann weiß man alles. Steht hier quasi wirklich die komplette Beschreibung. So in etwa, beziehungsweise wie sieht es hier eigentlich am Anfang aus? Ich, das Rätsel, am Anfang wusste man ja noch gar nichts über sich und dann sieht man schon, da hat sich in der Zeit sehr viel verändert. Die Anfangsbeschreibung ändert sich zum Beispiel nicht. Bedeutet, man soll sich nicht alle Texte durchlesen, sondern nur den aktuellen Stand. Kann man hier nachverfolgen. Ja. Also was. Oh, guck mal, das Bild hat sich geändert. Ja, jetzt wo man eben wusste, dass man halt nicht Jomiel ist, hat man eben auch sein Aussehen geändert. Hier könnte man dann eben nochmal alles nachlesen, aber man hat ja die Geschichte quasi gerade erst gesehen in ein paar Wochen, die das Hochladen jetzt gedauert hat. Oh ja, das andere Ich, das haben wir am Anfang ja als Mörder kennengelernt, aber es war ja eigentlich nur ein sehr verzweifelter Mensch, der wirklich ziemlich zu leiden hatte. Schließlich ist seine Verlobte gleich gestorben. Und, ach Gott, ich will über ganzen Grausamkeiten hier gar nicht zu viel Wörter verlieren. Mir fehlt gerade ein bisschen Hintergrundmusik. Ist hier ein bisschen was? Ach, gebe ich mal in die Kapitelauswahl. Worüber könnte man jetzt noch so großartig reden? Ach, die Kapitel. Wie gesagt, ich habe auch versucht, bei den Folgen das ein bisschen drin zu halten, dass man hier, wenn man die Titelbilder durchgeht, auch ein bisschen die Geschichte verfolgen kann, was so passiert ist. Wie oft die Lynn auch ihr Leben verloren hat. Boah, die mussten wir ständig retten vor den zwei Mördern. Dem Mordraum im Hühnchenparadies und am Ende eben vor der Explosion im U-Boot. Und natürlich auch noch vor dem steigenden Wasser. Man kann natürlich jetzt auch noch die Problematik betrachten, die es mit Zeitreisen nun mal auf sich hat. Widersprüchlichkeiten zum Beispiel, das, ja, Zeitparadoxon. Ich möchte darauf jetzt gar nicht zu sehr eingehen, der führt zu keinen schönen Ergebnissen, wenn man sich darüber zu viele Gedanken macht. Aber es ist nun mal so, dass wir gerade wirklich ein paar Jahre Geschichte ausgelöscht haben, was nicht unbedingt schön ist, aber für unsere Charaktere hat es doch alles ein Happy End gefunden und damit würde ich mich dann auch begnügen. Auf eine Sache würde ich noch ganz gern eingehen. Dadurch, dass ich die Geschichte ja schon kannte, wusste ich ja, dass Sissel in Wirklichkeit eine Katze ist. Und da habe ich mal geschaut, so nebenbei jetzt beim Durchspielen, beim Let's Play, wie merkt man denn eigentlich, also kann man drauf kommen, dass Sissel die Katze ist? Das kann ich nicht ganz sagen, ob man wirklich komplett von selbst drauf kommt. Also wenn eines von euch gemacht habt, Gratulation, ich wäre nie drauf gekommen. Beziehungsweise ich habe auch nie groß drüber nachgedacht. Vielleicht hat es ja einer getan. Welche Hinweise gab es? Das würde ich dann doch mal gerne behandeln, denn es ist ja nun mal das Geheimnis, das jetzt am Ende gelöst wurde. Aber welche Hinweise gab es? Erstens, Sissel wusste so ziemlich nichts. Er wusste nicht, was eine Hinrichtung ist, er wusste nicht, was Geiseln sind. Er hat viele Sachen nicht kapiert. Also er wusste viele Objekte nicht, Mikroskop kannte auch nicht, Gutlin auch nicht, als Polizistin. Aber gut. Und der einzige andere Charakter, der Probleme hatte, solche Dinge zu verstehen, war Rakete. Also ein Tier. Bedeutet, dass Sissel vielleicht ein Tier ist, war dadurch schon leicht anzudeuten. Ich habe nichts dazu gelesen, aber ich meine, dass Gedächtnisverlust eher persönliche Sachen betrifft als Allgemeinwissen. Und Sissel wusste halt so ziemlich gar nichts. Hat ja auch Jode am Ende nochmal kommentiert, was, sie wissen nicht mal, was eine Süßkartoffel ist. Was haben sie eigentlich alles vergessen? Ja, wir wussten es einfach noch nie. Das war das Problem. Dann war ja der Punkt, wir waren bewusstlos, als Jomiel sich hat erschießen lassen von Lynn. Bedeutet, wir sind wirklich in dem Moment gestorben, wo das Spiel auch anfing. Und also dadurch, dass wir bewusstlos waren, war der Hinweis, wir sind wirklich zu dem Zeitpunkt gestorben. Man hat, als Rakete gestorben ist, erfahren, dass man in der Nähe des Meteoriten diese Geisterkräfte erhält, denn beim ersten Mal gestorben ist er ja in der Wohnung, wo keiner in der Nähe war.
Aber im Park ist er beim Metroiden gestorben und hat dadurch diese Kräfte erhalten. Bedeutet, wir müssen in der Nähe von einem Metroidensplitter oder vom Metroiden gestorben sein. Und man hat, wo Yomiil aufgetaucht ist, hier unten, da etwa, ja, mitgekriegt, dass er halt diesen Splitter in sich trägt. Oder wann auch immer man diese Geschichte erfahren hat, dass Yomiil im Park war und diesen Splitter in Herz bekommen hat. Da hat man erfahren, wenn man in der Nähe von ihm zum Beispiel stirbt, kriegt man diese Kräfte. Und am Ende, das war aber allerdings ein bisschen früher, hätte man das sich erinnern müssen, kurz bevor wir zum Hühnchenparadies aufgebrochen sind, hier zwischen, sind wir zum Polizeihauptquartier abgebogen. Man hätte es nicht tun müssen, aber wir, oder ich, hab's getan. Und da haben wir auf den Aufnahmen gesehen, dass aus der Tasche, die Yomiil bei sich trug, ja Sizzle war, die Katze. Man hat dann eben gesehen, dass Yomiils Körper dadurch runtergefallen ist, dass die Katze aus dieser Tasche ausgebrochen ist, beziehungsweise weil Yomiils Geist Besitz davon ergriffen hat. Aber man wusste an dieser Stelle, dass eine Katze in dieser Tasche war. Und wenn man diese ganzen Informationen zusammenfügt, und eben weiß, dass er an dem Punkt hier hinten erfahren hat, dass eben Sizzle nicht Yomiil ist, weil Yomiil, ja, da gerade was gemacht hat und Sizzle nun mal der Geist war, der hier im Hintergrund gearbeitet hat, wusste man auch, dass das zwei verschiedene Personen waren. Und wenn man diese ganzen Informationen zusammenpackt, ja, ist Sizzle die Katze gewesen. Aber das hat man dann eben wirklich ganz zum Schluss erst erfahren. Puh. Also ein leichtes Rätsel war es nicht, fand ich. Überhaupt nicht. Aber es waren die Informationen da. Und vielleicht, wenn man mit dem Telefon noch ein bisschen mehr freiwillig durch die Gegend gereist wäre, hätte man vielleicht auch noch ein paar Sachen erfahren. Weiß ich nicht. Was ich übrigens auch sehr schön fand, dass man von Anfang an gesehen hat, wer da eigentlich Bösewicht ist, nämlich der Sif hier hinten. Dass man ihn eben von Anfang an gesehen hat, fand ich sehr schön. Allgemein ist die, fand ich die Geschichte großartig. Kann ich nicht anders sagen. Ich habe mit Zeitreisegeschichten ein kleines Problem persönlich, weil es in der Logik manchmal ein bisschen hängt. Aber Way, beziehungsweise unser 10 Jahre alte Rakete hat ja gesagt, im Thema zu den Kräften der Toten muss es keinen Sinn ergeben. Denn das sind einfach Kräfte, die jetzt aus dem außerhalb der Erde stammen und mit denen kennen wir uns halt nicht aus, also haben wir ein bisschen Probleme, die zu erklären. Damit kann ich mich zufrieden geben, erst recht, wenn das Spiel ab 6 ist. Ja, ich bin jetzt gar nicht mehr emotional so aufgewühlt wie am Ende der letzten Folge, wo da Lynn hier die Kleine gerettet wurde und dann die Polizeimarke gehalten hat. Womit die sie ja übrigens heute noch immer noch getragen hat, auch in der alternativen Geschichte. Ja, und Rakete hat dafür gesorgt, dass das alles geklappt hat. Ohne ihn wäre Sizzle nicht drauf gekommen, all diese Menschen zu retten. Und dadurch, tja, hätte es nicht geklappt und Rakete war zu schwach, um noch was auszurichten. Und Telefonleitung konnte er nicht bereisen. Und Yomi konnte halt nichts machen, weil er nicht in die Vergangenheit reisen konnte. Und so ist das alles gekommen. Eine wirklich sehr, sehr großartige Geschichte. Und ich finde es sehr schön und bedanke mich sehr bei allen, die das hier angeschaut haben, vor allen Dingen, dass ein bisschen längere Folgen waren und nicht sehr viel Spiel, sondern sehr viel Geschichte war. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es war eine Art, wie soll ich sagen, Bildergeschichte, bloß sehr ausführlich. Visual Novel beschreibt es nicht ganz. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ein Film. Ja, ein Film trifft ziemlich gut, bloß dass ich alle Sprecher vertonen musste. Aber gut. Es war ein Film mit ein paar Rätseleinlagen, an denen ich verzweifeln durfte. Es ging halt dadurch, dass ich die Rätsel schon mal gespielt habe, aber trotzdem. Also, freue mich natürlich wie immer über alle Kommentare. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, für alle, die diese Reise durch diese großartige Geschichte mitgemacht haben. Also, ich finde sie großartig. Oder wenn ihr irgendwelche Meinungen habt, wo es doch mal gehangen hat, könnt ihr es auch ruhig schreiben. Freue mich sehr, über diese Geschichte reden zu dürfen. Genau deswegen habe ich sie als Let's Play gemacht, weil einfach damit es mehr Leute kennen und damit man mehr Leute hat, mit denen man mal drüber reden kann, weil tolle Geschichte und so. Und ich durfte es ja in 2 Tagen durchspielen und die sich das Spiel nicht selbst geholt haben, mussten halt das ganze Let's Play erstmal durcharbeiten. Ja, aber dafür bin ich ja da. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Schöne Geschichte, großartige Geschichte. Viele Charaktere, Stimmenarbeit meinerseits ein bisschen. Nächstes Projekt Mega Man ZX demnächst. Und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Gerne, sehr gerne. Es war eine lange Reise. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.